Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Baphomets Fluch Director's Cut. So, wollen wir nochmal mit dem Besitzer reden? Die weißen Barthaare sehen im roten Gesicht des Barkeepers wie Girlanden an einem Weihnachtsbaum aus. Die Ähnlichkeit geht sogar noch weiter. Sein Kopf ist so rund und glatt, dass man ihn echt für eine Christbaumkugel halten könnte. George, das ist nicht nett. Nicht nett, wirklich nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Verzeihung? So sagt man doch hier in Irland, oder nicht? Wollen Sie was haben oder nur Ihre Xenophobie streicheln? Ich wollte nur freundlich sein. Wollen Sie ein Zimmer? Sagen wir einfach mal ja. Keine schlechte Idee. Haben Sie was frei? Möglicherweise, wenn Sie warten wollen, bis der jetzige Gast auscheckt. Kein Problem. Was meinen Sie, wann das sein wird? Sobald ihn der Totengräber abholt. Ernsthaft? Wow, das ist, sehr stumpf gesagt. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Okay, er liebt mich. Und er ist ein wahrer Barkeeper, so wie sich das gehört. Kennen Sie einen Mann, der Pegram heißt? Und ob? Sind Sie zufälligerweise ein Freund von ihm? Oh nein, ich versuche nur, ihn zu finden. Ich auch. Der Mistkerl gehört hinter Gitter. Hat Pegram hier gewohnt? Ja, hat er. 6 Übernachtungen plus Frühstück. Und hätte er alle nicht bezahlt? Seltsam, gerade für so einen renommierten Kerl ist doch eher untypisch, oder? Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeugs drin herum und es haut einen um. Das klingt ziemlich barbarisch. Okay. Das klingt ziemlich nicht lecker. Ich habe ja schon mal Guinness getrunken, also, als ich in Schottland war, haben wir die ganze Zeit nur Guinness gezogen. Da war es aber wirklich, es muss eiskalt sein, vom Fass vor allem, und es muss ganz dringend nicht ein einziges sein. Die ersten 2 schmecken furchtbar, ab dem 3. schmeckt es eigentlich ziemlich in Ordnung. Das ist eigentlich so, das war mein persönliches Geheimnis, wenn es um Guinness ging. Ab dem 3. schmeckt es in Ordnung. Und ab dem 11. fragst du eh nicht mehr, was du da trinkst. Das war das Geheimnis, um in Schottland zu überleben, Freunde. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar. Und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. Oh Mann, das ist so ein Säufer. Aber ein irischer Priester, der Leuten das Boxen beibringt, irgendwie, das wäre filmreif. Das ist irgendwie typisch. Irgendwie passt es ins Klischee. Aber ja, Boxen hilft auch dem Charakter. Da gehe ich echt von aus, dass das stimmt. Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Nein, und damit basta. Okay, Entschuldigung. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ja? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Hat hier jeder eine scheiß Ausrede? Es kann auch nicht wahr sein, es klappt einfach nie. Kennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein, Sir. Auch nicht. Erkennen Sie den Mann auf dieser Karte? Nein. Sollte ich das? Oh nein, es war nur ein Versuch. Hätte ja sein können. Also, ich muss jetzt los. Tja, ärgerlich. Ein Telefon haben wir hier zwar auch, aber das brauchen wir erstmal nicht. Halt, was ist das denn? Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Handtuch ist Handtuch, oder? Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch.
Lecker. Ein Handtuch mit der Aufschrift Goppelins Dort baut dir ein Buddy. Ja, genau. Lecker. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefnasen gesagt. Triefnasen? Das ist uncool. Na, der niest ordentlich. Meine Fresse. Aber das haben wir ja schon die ganze Zeit gehört. Ah, komm, reden wir doch erst mit dem Mahoney. Der Typ sitzt in der Ecke. Ah ja. Hallo, guter Mann. Was? Da haben sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Oh. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie okay. Sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Ich glaube, das ist englischer Sprachwitz gerade gewesen, den wir hier nicht leider übersetzen haben, nicht übersetzt haben, aber naja, egal. Und ja, irgendwie habe ich ihn verwechselt. Ich dachte irgendwie, das wäre Pater Mahoney, weil hier so auf dem Bild könnte man es fast denken, dass es ein Pater wäre, ne? Man sieht den Kragen zwar nicht, aber egal. Ist er nicht. Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Okay. Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme? Schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungschen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Ärgerlich. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja, doch. Mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Okay. Ich glaube, ich weiß, was Sie auf der Burgmauer gesehen haben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Ah. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, Sie wären das Phantom von Lochmann. Oh. Damit hätten wir das Geheimnis um das Phantom von Lochmann eindeutig gelöst, würde ich mal behaupten. Kennen Sie Pegram, den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Hätte sein können. Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Jungs. Oh, klar. Aus Stahldraht. Richtig. Eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir. Mir ganz allein. Das klingt sehr, sehr unheimlich, mein Freund. Okay. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Ohne meine Brille kann ich eh nichts erkennen. Na gut, na gut. Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Stimmt, der ist erkältet. Das lassen wir mal lieber. Was sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen? Nichts. Verschwinden Sie und stören Sie mich nicht dauernd. Okay, okay, ist ja gut. Bis dann. Ah, dieses Stück Draht hätte ich doch ganz gerne. Leg's ruhig mal hin. Und dann niese, bitte. Genau dann. Tada! Upsala. Ich glaube, er hat gerade gesagt, so leid es ihm auch tut, aber kaum war er am Niesen, habe ich ihm dieses Stück Draht geklaut. Ein kurzes Stück Draht zu einer Art Kreis gebogen. Kann man bestimmt mal gebrauchen. So, jetzt widmen wir uns mal dem Kerl. Den jungen Rotschopf macht irgendetwas offensichtlich ganz schön nervös. Ich heiße George. Nett, Sie kennenzulernen, Mister. Ich heiße Fitzgerald. Noch ein sehr irischer Irenname. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Da gibt's nicht viel zu sehen. Das ist bloß eine alte Ruine. Wie alt? Kann ich Ihnen echt nicht sagen. Haben Sie sich das Schloss schon mal genauer angesehen?
Früher habe ich da ab und zu mal gespielt, als ich noch klein war. Dann ist mal eines der Kinder von der Mauer gefallen. Schädelbruch. Tot. Wir sind dann nicht mehr hingegangen. Sind Sie kürzlich mal da gewesen? Nein. Nee? Schade, hätte ja sein können. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Bis jetzt war jeder sofort, natürlich kenne ich Dr. Pegram oder Professor Pegram. Er ist der Erste, der so tut, als würde er nicht richtig kennen, oder? Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? Das klang nicht sehr überzeugend, Freundchen. Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Ärgerlich. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich ganz sicher nicht. Hätte ja sein können. Geben Sie mir mal die Hand. Das ist doch ein Trick, oder? Verdammt, Sie haben recht. Ich scheine niemanden reinlegen zu können. Nein, scheinst du wirklich nicht, George. Du bist ziemlich schlecht. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Nein. Mein Gott, du bist aber auch langweilig. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Thomas Moalin? Nein, nie von ihm gehört. Ja gut, das bringt mir noch nichts weiter. Bis später. Das hilft mir wirklich nicht weiter. Reden wir doch mal mit dem leider nicht pfeifenden... Hey, McQuire. Was? Weißt du etwas über Pegrams Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen. Aber er hat mich weggescheucht. Was soll's? Ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Das ist auch mal ein Ausdruck. Ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Okay. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pegram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marn, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. Fitzgerald sagt, er sei nie auch nur in die Nähe der Ausgrabung gekommen. Der nimmt sie schwer auf den Arm, Mister. Aha! Pegram, der kleine McGuire, da haben wir schon einen Bis Zeugen. Bis später dann. Okay, ich wusste doch, diesem Fitzgerald können wir nicht trauen. Okay. Wir können ja mal gucken, ob sonst noch irgendwer was davon weiß. Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? Kennen Sie Sean Fitzgerald? Ja, doch. Was wollen Sie von ihm? Ich möchte mit ihm über seine Arbeit bei der Ausgrabung sprechen. Wie kommen Sie darauf, dass er da gearbeitet hat? Der Junge da draußen hat es mir erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Sean Fitzgerald bei einer Ausgrabung anstellen würde. Der kann doch ein Loch im Pfosten nicht von seinem Ellbogen unterscheiden. Okay, also er ist nicht gerade der Hellste, aber... Also dann bis später. Warum sollte der Kleine lügen? Ich meine, der erzählt gern Geschichten, aber... Bei sowas? Das würde keinen Sinn machen, da zu lügen. Hey. Und hallo, Mister. Und hallo, Mister. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Okay, ich kaufe dir ein Bier. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hat er Sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Oh, lecker. So, jetzt nochmal. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich es mir genau überlege, dann war es auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palavert. Mit dem Oberboss palavert? Echt? Mit Pegram? Okay. Dann mal tschüss. Das klingt ja mal interessant. Jetzt können wir ihn bestimmt mal konfrontieren mit den ganzen anderen Aussagen. Mr. Fitzgerald? Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen. Sie können es also ruhig zugeben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit, ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe.
Sie sind nicht vom Sozialamt? Nein. Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Okay, da müssen wir jetzt nachhaken. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Marquet, okay, dieses Päckchen, wo ist das? Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Okay, der scheint echt Angst zu haben. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Okay, Jacques Marquet, wer ist das? Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Okay, er haut ab, verdammt. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Überfahren worden? Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Ihr Schweine, da ist jemand überfahren worden. Was zum Teufel? Tatsache, hier ist was passiert. Maguire, was war das? Ich habe die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den Arm halten, Fitzy. Es ging tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Der Kobold. Sean Fitzgerald wurde soeben umgebracht. Das heißt, wir haben den nächsten Toten. Wo ist der Edelstein abgeblieben? Und was nun? Erfahren wir es beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann!